Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Heute mal was ganz anderes und zwar wegen unserer Challenge. Da habe ich ja geschrieben, dass wir noch ein Video rausbringen. Und ja, da gibt es hier die kleine Variante, euch das ein bisschen nahezulegen, weil der eine doch gefragt hat, er wüsste nicht so ganz, was er machen muss. Ist ganz simpel, ganz easy. Also hier diese Challenge ist wirklich super einfach. Also hier gibt es eigentlich so gut wie gar keine Regeln. Allerdings möchte ich euch dann doch jetzt gerne mal zeigen, worauf ihr achten solltet, weil wir wollen ja, wie ihr schon zumindest mal die Community, die schon mitmacht und auch bei uns dabei ist, schon wissen, der Gewinner bekommt von uns was. Der Gewinner bekommt ein eigens kreierter Pokal von Seven Sands, den es so auch nicht noch einmal geben wird. Also es ist ein Unikat. Also wenn du diesen Pokal hier gewinnen möchtest, dann folge uns gerne auf Discord und dort unter der Rubrik Challenge. Da kannst du dich gerne bewerben. Die Bewerbung gilt auch nur bei Discord, das vorab, also hier auf YouTube oder hier unter den Kommentaren oder so. Ihr müsst euch uns schon bei Discord folgen, weil wir euch dort, wenn ihr tatsächlich gewinnen solltet, euch auch persönlich anschreiben könnt, weil wir müssen ja den Pokal dann auch per Post wegschicken. Also gerne euch da melden. Der Link ist auch hier unten in der Videobeschreibung für den Discord. Also ihr braucht auch nicht suchen oder so, sondern einfach die Beschreibung öffnen und dort dann den Discord-Button klicken, anmelden und nicht vergessen, auch euch bei den Regeln müsst ihr auch diesen kleinen Achterbahn-Smiley müsst ihr klicken, dann bekommt ihr auch alle Rubriken angezeigt bei uns auf Discord. Also das ist ganz wichtig, da müsst ihr dran denken. Und ja, was gibt's noch? Ich lese jetzt erstmal kurz die Regeln vor, die ich bei Discord aufgeschrieben habe. Und zwar sind es die Regeln. Höhe und Tiefe ist vollkommen egal. Also ihr könnt hier in die Tiefe gehen, wie ihr wollt. Ja, also das ist hier vollkommen wurscht, was ihr da macht. Und was nur wichtig ist, ich habe hier eine Abgrenzung gemacht, die bitte nicht löschen, ganz wichtig, nicht löschen, sondern ihr könnt dies markieren, ihr könnt dies von mir aus hoch in die Walachei, ja, oder runter in die Walachei, das ist mir egal. Mir wäre es natürlich lieber, wenn ihr es hoch macht, einfach oben drüber und so kann ich dann halt am besten erkennen, ob ihr im Rahmen seid oder nicht, ja, weil das ist Grundvoraussetzung, weil wer die Regeln nicht oder wer sich nicht an die Regeln hält, der darf leider oder also darf natürlich weiterhin mitmachen, aber ist aus dem Gewinn von diesem Pokal ist ausgeschlossen. Nur mal so vorab, weil ein bisschen Regeln müssen wir ja haben, ja, es wird ja auch nur einen Gewinner geben, also von daher müsst ihr euch schon ins Zeug legen. Also lasst euch nicht abschrecken davon. Jeder ist natürlich herzlich willkommen, ob er bauen kann oder nicht. Oder gut bauen oder nicht gut bauen. Ja, jeder hat so seine Fantasie. Jeder versucht sein Bestes zu geben. Und das ist ja das, worauf es eigentlich ankommt. Hier hat eigentlich jeder gewonnen, auch wenn er nicht den Pokal gewinnt. Also so ist es nicht. Also ihr werdet auch alle auf unserem Kanal gezeigt, ja, also alle Dark Rides Part werden gezeigt auf unserem Kanal, so ist es nicht, also selbst da könnt ihr dann auch in den Kommentaren schreiben, ob ihr es cool fandet oder was besser gemacht hättet oder sonst irgendwas, das könnt ihr dann gerne machen. Toolkits sind bei diesem Dark Ride Challenge auf jeden Fall erlaubt. Ihr könnt jede Menge Toolkits reinbauen, was ihr wollt, ihr könnt das den kompletten Dark Ride als Toolkit bauen. Also ich betone es nochmal, bauen. Also es gibt keine Blueprints oder so, fertiggestellte Sachen oder so, das wollen wir nicht. Sondern wir wollen wirklich, dass ihr alles komplett von 0 bis 100% selbst baut. Da kommen wir zur nächsten Regel, keine Blueprints. Alles muss selbst gebaut sein. Wie gerade eben erwähnt. Es wird keine Punktebewertung geben, sondern der Gewinner wird von uns dreien ermittelt. Also wir werden wahrscheinlich uns auch irgendwo streiten.
Das ist schon vorprogrammiert, weil der eine findet das gut, der andere findet das gut, der eine findet das alles gut. Ja, das sind so ein paar Sachen, die werden wir dann uns selber dann kauen. Es wird für uns auch ziemlich schwer werden, ja, wir wissen es, aber es ist eine Challenge, es gibt was zu gewinnen und deswegen kann es halt auch nur einen Gewinner geben, ja, also das sollte euch auch im Klaren sein und ja, also wann geht's los? Am 1.6.2024 fängt diese Challenge an. Alle, die mitmachen, bekommen von mir, wie jetzt hier im Hintergrund zu sehen, diese Parkmap. Ja, die kriegt ihr dann zugeschickt von mir und beziehungsweise im Discord kriegt ihr den Link dazu und deswegen halt auch wichtig, dass ihr im Discord seid. Dort ist alles ein bisschen einfacher dann zu machen. Dort könnt ihr euch dann ab dem 1.6. den Park, es ist ein Park, kein Szenario oder sonstiges, sondern ein Park. Das war bewusst so bedacht, dass ihr dann den Park runterlädt und dann könnt ihr schon loslegen. Ende dieser Challenge ist am 30.09.24 um 23.59 Uhr. Also, es heißt, also ihr müsst bis dahin fertig sein, den Park abgegeben haben. Wenn ihr nicht fertig werdet zu diesem Zeitpunkt, dann seid ihr auch aus dieser Challenge, ja, könnt ihr an dieser Challenge auch nicht mehr dran teilnehmen, beziehungsweise an dem Pokal gewinnen. Ja, deswegen, es sind kleine Regeln, fiese Regeln irgendwo, ja, aber es muss ja irgendwo ein paar Regeln trotzdem geben. So, und genau. Dann ist es noch wichtig, was ich jetzt hier bei euch noch zeigen möchte, ist, wenn jetzt hier zum Beispiel, ihr setzt einen Baum. Ja, ich weiß, wie groß die Bäume sind. Und ihr wollt dann jetzt hier diesen, oh, welchen nehmen wir denn jetzt hier? Den Gruselbaum. Ist jetzt ein bisschen klein, ne? Wo haben wir denn den großen? Ah, so. So, und ihr dreht den jetzt. Ihr seid aber hier noch, wir machen es nochmal anders. Wir setzen das jetzt mal hier so hin in den Boden. Und setzen jetzt den Baum. Wir nehmen jetzt hier den großen. Und von mir aus wollt ihr den Baum jetzt hier ganz nah an den Zaun, ja? Also wenn hier jetzt die Äste rausragen, dann ist das immer noch im Spiel, ja? Genauso gilt dasselbe für, wenn ich jetzt, ich mache jetzt mal ein kleines Beispiel. Und zwar, deswegen habe ich auch noch nichts vorbereitet, weil ich dachte mir, ich mache das alles quasi live. Wenn ich jetzt hier hinbaue, ganz an die Grenze, ja, und habe dann mein Dach. Wir nehmen mal mein Dach. Wir machen es anders. Und zwar, wenn ich jetzt mein Dach dahin machen möchte. So. Und mein Dach ragt jetzt hier auch so rüber raus, ja. Gibt es auch nichts zu meckern. Also das ist vollkommen im Rahmen. Wichtig ist dabei tatsächlich, dass diese Wand im Spiel ist, ja. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ihr jetzt nicht anfangt und sagt, oh ja, der Bluewire hat gesagt, das können wir so machen. Also das hier geht jetzt wiederum nicht. Ja, also wenn ich jetzt hier anfange und so baue, ja, das gilt wiederum nicht. Ja, das ist wieder überbaut. Ja, wenn jetzt hier ein Dach drüber steht, da sage ich nichts gegen. Aber hierzu, das geht nicht, ja. Klar, so hat man nochmal wieder Platz gewonnen. Aber Jungs und Mädels, also ganz ehrlich, der Platz ist riesig. Ich habe extra einen riesigen Platz gemacht. Also wer da nicht es schafft, einen Dark Ride Part zu machen, da, ja, weiß ich auch nicht. Ihr könnt natürlich, also ihr müsst kein Häuschen bauen oder sonst irgendwas. Also die Challenge heißt Dark Ride Challenge. Ja, was ihr außenrum baut und macht und tut,
ist vollkommen euch überlassen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr seid frei im Bauen. Wichtig ist auch natürlich, ein Dark Ride muss es geben. Sei es eine Achterbahn, sei es vorgefertigte Horror-Dingensen hier. Vollkommen egal. Ja? Selbst ein Wasser-Dark Ride von mir aus. Ja? Mir vollkommen egal. Es muss ein Dark Ride auf dieser Fläche sein. Ja? Der Dark Ride kann unterirdisch sein, allerdings aufpassen, nicht überbauen. Ja? Der kann in der Luft schweben, als schwebendes Schloss. Jetzt habe ich schon ein Beispiel genannt, was man machen kann. Ja? Ich kann hier Felsen machen und sagen, ich mache ein schwebendes Schloss. Allerdings aufpassen, auch nicht drüber. Deswegen sagte ich ja, am besten bitte also das nicht löschen, sondern immer drin lassen, weil wenn ihr was schwebend macht, dann kann ich immer noch gucken, ob ihr im Rahmen seid oder nicht. Ja? Also deswegen immer schön aufpassen. Also, um nochmal kurz zu fassen, wenn jetzt hier ein Dach drüber ragt, sage ich nichts. Wenn ihr jetzt so anfangt zu bauen, dann seid ihr ausgeschlossen an dieser Teilnahme von diesem Pokal. Wenn jetzt so ein Baum drüber ragt, sage ich auch nichts. Ja, der Baum darf aber trotzdem nicht jetzt hier stehen. Ja, das ist schon wieder ein Regelverstoß. Nur damit wir Klartext geredet haben. Ja, das Feld an sich ist 200 mal 200 Meter. Sollte eigentlich vollkommen ausreichen für jede Art von Dark Ride. Und ja, mehr gibt es eigentlich schon gar nicht zu sagen. Den Pokal habe ich schon eingeblendet. Den gibt es zu gewinnen. Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Wie gesagt, bis zum 30.05., nee, habe ich noch gar nicht gesagt, bis zum 30.05. könnt ihr euch noch anmelden. Also gibt Gas, ja, nimmt bei uns dran teil an dieser Challenge. Wir freuen uns sehr, ist schon sehr, also 7 Teilnehmer haben wir tatsächlich schon. Und wenn du noch gar nicht zugesagt hast, dann wird es langsam Zeit. Also, liken, abonnieren und in Discord reinkommen, bei der Challenge teilnehmen. Viel Spaß und bis dann. Macht's gut. Ciao. Willkommen auf 7 Sands mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer, immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Pläne, Coasters, Magie, Drum aber